die Frau vom Fluss. Von allen umworben und doch unnahbar. Ich will absteigen, ich will absteigen, Gino! Halt dich fest, sonst fällst du runter! Ein Naturkind. Von der großen Liebe enttäuscht, findet als Mutter die Erfüllung des Lebens. Wo ist denn wieder der kleine ungezogene Tonin gewesen? Wo denn? Wo denn? Pfui, ein nasses Näschen. Gib deiner Mama ein Küsschen. Na, gib schon. Entschuldige, ich wusste nicht, dass du noch Macht da bist. Nichts, ich wäre lieber nass geworden. Hände hoch oder schieße! Und wenn es 10 Jahre dauert, das wird sie büßen. Dieses Stück Dreck hat mich an euch verraten, das muss sie büßen. In der erregenden Atmosphäre eines von glühender Sonne ausgedörrten Landes, wo die Gefühle der Menschen noch unbeherrscht und elementar sind, spielt dieser Film. Ein menschliches Drama, ein spannendes Abenteuer, eine atemberaubende Geschichte. Die Frau vom Fluss. Blutvolle Menschen, Gefangene eines unerbittlichen Schicksals, das sie durch die Höhen und Tiefen des Daseins treibt. Männer im Kampf gegen die Gesellschaft und gegen sich selbst. Hass, Liebe, Verrat und der brennende Wunsch nach Sühne. Sie wünschen, Signorina? Ich möchte zum Leutnant. Bitte, kommen Sie mit. Ich hätte eine Bitte an Sie. Was? Lassen Sie mich noch für eine halbe Stunde frei. Nehmt ihm die Handschellen ab. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Dieser Verbrecher kann jeden Moment hier sein. Ja, und es ist gut so, dass alles so gekommen ist. Sie wissen ja nicht, was Sie reden. Und wenn er kommt, warte ich auf ihn. Er soll tun, was er für richtig hält. Ich habe es verdient. Ich habe ihn verraten. Sophia Loren, reizvoller denn je, verkörpert die naturhafte und erschütternde Gestalt des Mädchens Nieves mit tiefem Einfühlungsvermögen und starker Ausdruckskraft. In Die Frau vom Fluss mit Rick Battaglia, Lise Bourdin und Gérard Houry. Lass das, du Idiot! Du verstehst wohl gar keinen Spaß, hä? Huh? Wenn du das noch einmal tust, kriegst du ein paar hinter die Löffel, dass dir Hören und Sehen vergeht. Ihr seid doch alle gleich. Du Schwein, du! Du Feigling! Nein, bestimmt nicht. Der fährt doch nach Triest. Nach Triest? Wann fährt er? Jetzt gleich. Wann kommt er wieder? Keine Ahnung. In 10 Tagen, einem Monat, das kann man nie so sagen. Heute Morgen kam er nach Hause und sagte, pack meine Koffer, ich muss verreisen.